Ja, Buddhismus im Alltag. Ich werde in diesem Vortrag einige Dinge voraussetzen. Ich werde voraussetzen, dass ihr schon ein klein wenig über Buddhismus wisst. Und darum nur ganz wenige Punkte dazu sagen, was meiner Ansicht nach Buddhisten versuchen zu tun. Ich gehe einfach davon aus, dass es euch nicht ganz fremd ist. Und ich will dann im Laufe dieses Vortrages einige Bereiche alltäglichen Lebens anschauen, unter anderem auch Berufstätigkeit oder Arbeit. Wobei ich vielleicht gleich dazu vorbemerken sollte, dass mir selber, als ich mir Gedanken machte über diesen Vortrag, unwahrscheinlich deutlich geworden ist, wie stark meine Mängel oder meine Schwächen sind, Buddhismus im Alltag zu üben. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel davon erzählen werde. Und wenn ihr manchmal euch fragt, ob der denn das tut, was er da formuliert, dann könnt ihr relativ gewiss sein, er versucht es manchmal zu tun. Und es gibt viele Situationen, viele Gelegenheiten, in denen ich weit hinter dem zurückbleibe, was ich hier als wichtig vorzustellen versuche. Also nehmt das von vornherein mit dazu, das kann es leichter machen, manche Dinge einfach aufzunehmen. Also wenn ich sagte eingangs, dass ich voraussetze, dass ihr schon ein klein wenig wisst über Buddhismus, dann muss das gar nicht unbedingt bedeuten, dass ihr euch schon mit der Lehre des Buddha beschäftigt habt, sondern ich meine damit zunächst mal, dass ihr, und davon gehe ich aus, irgendwie eine Ahnung habt, dass Menschsein mehr bedeuten kann, als ja bloß sei es sich treiben lassen oder den augenblicklichen Bedürfnissen nachzugehen oder sich von all den Dingen, die es so um uns herum gibt und anderen Menschen abhängig zu machen, sondern dass es Möglichkeiten gibt, an uns selber zu arbeiten oder uns selber in einer Weise zu entfalten, zu entwickeln, die ganz andere Bereiche des Daseins eröffnet und ganz andere Möglichkeiten, ein sinnvolles Leben zu leben, eröffnet. In der buddhistischen Tradition wird sowas in verschiedenen Bildern teilweise ausgedrückt und in sehr verschiedenen Formulierungen. Und ich möchte hier nur eine Andeutung machen oder eine Formulierung kurz nennen. Buddhismus sieht die Welt als ein sich ständig wandelndes Geschehen in wechselseitiger Abhängigkeit. Das heißt, alles was ist, alles was wir selber sind, alles was um uns herum ist, ist sozusagen ständig bewegt und jede Veränderung beeinflusst alles andere. Ist vielleicht ein Bild, das mit manchen modernen Denkweisen durchaus sehr ähnlich ist, aber der Buddhismus formuliert dazu oder sagt dazu, dass wir uns oft darüber sehr viele Illusionen machen. Das heißt, wir tun so, als ob das nicht so wäre. Und ein Großteil unseres Lebens zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns eigentlich abgrenzen von dieser ständigen Veränderung, von dieser wechselseitigen Abhängigkeit, dass wir uns vormachen, wir seien sowas wie ein stabiles, kernhaftes Ich, das mehr oder weniger unveränderlich sei, dass wir hoffen, dass andere Personen, andere Dinge um uns herum ebenso unveränderlich sind, so dass wir sie in unseren Besitz nehmen können oder dass wir über sie verfügen können, dass wir sie manipulieren können. Und damit machen wir uns eine Menge Illusionen und schaffen uns eine Menge Leiden. Und Ziel der buddhistischen Übung ist es, dieses Ineinandersein, wenn man so will, von allem, was ist, sich voll bewusst, voll gegenwärtig zu machen und diese Einsicht, diese Erkenntnis im Alltag, in allen Lebensbereichen zu bewähren, zu bezeugen, so zu leben, dass wir im Einklang mit dieser Erkenntnis leben. Und das ist natürlich ein wahnsinnig anspruchsvolles Ziel, wenn wir einfach bedenken, wie oft wir uns als getrennt, als isoliert, als einsam möglicherweise oder halt distanziert zu vielem um uns herum fühlen. Somit ist ein wesentlicher Aspekt der buddhistischen Übung, dass wir auf der einen Seite bereit sind oder uns immer wieder dazu öffnen, die Künstlichkeit unserer Selbstsicht und Weltsicht zu durchschauen. Zu erkennen, dass und wie weit wir versuchen, ja unser Selbstgefühl, unsere Ich-Identität oder wie man das nennen soll, aufrechtzuerhalten, zu sichern, uns abzugrenzen, zu sagen, hier bin ich, da bist du, das ist dein Problem, das ist nicht mein Problem und so weiter. Also diese Künstlichkeit durchschauen und immer wieder neue Wege zu finden, wenn man so will, viel, viel größer zu werden. Viel mehr die Verbindung, die existenzielle Verbindung, die es zwischen uns und allem, was ist, gibt, zu realisieren und in unserem Leben auch zu bewähren.
Das ist ein ziemlich radikaler Anspruch, weil es lohnt sich, sich klarzumachen oder sich daran zu erinnern vielleicht, dass wir Menschen zunächst mal kaum was anderes sind als Tiere, die ich sagen können. Und das ziemlich laut. Das heißt, wir haben all die Wünsche, all die Begehren, all die Triebe, all die Neigungen, die die Tierwelt auch auszeichnen. Und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Ich denke, wir sollten uns nicht dessen schämen, dass wir Tiere sind, sondern das ist einfach ein Teil unserer Natur. Und wir haben zusätzlich, wenn man so will, das Vermögen, uns selber in dieser Realität, in diesem Getriebensein, in dieser Lustorientierung zu erleben, in dieser Bedürfnisorientierung zu erleben und haben damit auch die Gelegenheit, die Möglichkeit, das zu gestalten, das zu steuern, das zu verändern. Aber hinter uns sozusagen oder in jedem von uns wirkt aus der ganzen Evolution diese geballte Kraft, wenn man so will, tierischer Instinkte, tierischer Neigungen, tierischer Wünsche, uns selber zu bestätigen, uns selber zu erhalten. Und das ist ein Teil unserer Realität, die wir manchmal vielleicht ein bisschen peinlich finden, die wir nicht immer ohne weiteres zugeben wollen, die aber auch ganz viel der Schubkraft, ganz viel der Triebkraft und der Energie mitgestaltet oder mit antreibt, sollte ich vielleicht sagen, die uns in unserem Handeln bewegt. Und solange wir als diese Ich-Tiere vorwiegend an unserem Ich und an der Erhaltung unseres Ichs orientiert sind, sagt der Buddhismus, solange das der Fall ist, werden wir in all dem, was wir tun, um uns selber zu nützen, gleichzeitig auf Kosten von anderen handeln. Denn alles hängt mit allem zusammen. In dem Ausmaß, wie ich sicherzustellen versuche, dass es mir gut geht als einem isolierten Wesen, schade ich in irgendeiner Weise anderen. Das ist einfach ein Teil der Realität. Das gehört dazu. Das ist die Art, wenn wir, die daraus entsteht, dass wir versuchen, uns selber zu erhalten. Auch das ist okay. Der Buddhismus sagt nicht, das ist schlecht, das ist böse oder sonst etwas, sondern eher, das ist die Ausgangsrealität, von der wir auszugehen haben und in der wir verschiedene Chancen, verschiedene Möglichkeiten haben, uns zu verändern und unser Leben zu führen. Es ist vielleicht ganz gut, sich auch deutlich zu machen, dass diese Tatsache, dass wir vielleicht manchmal ein relativ großes und sich abgrenzendes Ich sind, sowohl einen positiven wie einen negativen Aspekt hat. Der negative Aspekt ist wahrscheinlich schon aus dem, was ich sagte, relativ offensichtlich. Je mehr ich in meiner Ich-Natur, in meiner Ich-Struktur gefangen bin, je mehr ich darauf bestrebt bin, vorwiegend mich selber zu erhalten, mich abzugrenzen von anderen, desto mehr ist mir die Wirklichkeit verstellt. Desto blinder bin ich gegenüber dem, was tatsächlich ist. Das heißt, desto mehr bleibe ich auch in mir gefangen und desto mehr Leiden werde ich erfahren, weil immer wieder demonstriert mir die Wirklichkeit, demonstrieren mir andere Menschen, demonstrieren mir die Dinge, dass sie nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Dinge, die uns lieb waren, gehen kaputt. Menschen verlassen uns oder sterben. Oder was auch passieren mag. Die Realität verhält sich einfach nicht als eine stabile, unveränderliche, permanent glückgewährende Angelegenheit, sondern es ist ständige Veränderung da. Und nach buddhistischer Auffassung kommt das Leiden, das Unglück, das wir in unterschiedlichem Ausmaß erfahren, primär daraus, dass wir diese Tatsache nicht wahrhaben wollen, dass wir immer wieder so tun, als ob das anders sei, als ob so etwas wie Stabilität möglich wäre, als ob es möglich wäre, tief in uns sozusagen einen Kern zu finden, unser wahres Ich, das unter allen Umständen unveränderlich bleibt und auch tief in anderen Gleiches zu finden und damit in Beziehung zu treten. Und der Buddhismus sagt, nee, so ist es nicht, sondern alles ist veränderlich, alles bewegt sich und zwar in wechselseitiger Abhängigkeit. Also der negative Aspekt unserer Ich-Struktur, wenn man so will, ist, dass wir die Dinge fixieren wollen, dass wir sie statisch machen wollen, dass wir sie sichern wollen. Der positive Aspekt aber, dass wir Ich zu uns sagen können, dass wir unserer selbst in einem gewissen Ausmaß gewahr sind, ist, dass damit überhaupt die Voraussetzung zu einer bewussten Entwicklung gelegt wird. Könnten wir nicht mal ich sagen, könnten wir uns auch nicht entwickeln, sondern wir wären einfach nur getrieben. Das heißt, vielleicht ist es ganz sinnvoll zu sagen, die Tatsache, dass wir ein mehr oder weniger großgeschriebenes Ich haben, ist eine Art Durchgangsstadium auf dem Weg zu einer Bewusstheit und zu einer Lebenspraxis, die
die uns erst ermöglicht, in einem bewussten und gewahren Einklang mit der Realität da zu sein. Die Tatsache, dass wir Ich sagen können, bedeutet, dass wir wählen können. Dass wir uns entscheiden können, dies zu tun, jenes zu lassen, in diese Richtung zu gehen, jene Richtung zu meiden. Das heißt, wir haben die Chance überhaupt, Verantwortung, was immer man darunter verstehen mag, für unser Leben und für unsere Entscheidungen zu nehmen. Wären wir nicht einmal Ich oder in dem Ausmaß, wie wir nicht Ich sind, können wir auch das nicht tun. Und natürlich ermöglicht auch erst die Tatsache, dass wir ein mehr oder weniger starkes Ich haben, so etwas wie eine Bewährung unserer vielleicht ahnungsweisen Einsichten und Erkenntnisse in der Welt. Nur indem wir mit wachsender Autonomie und Entscheidungsmächtigkeit handeln können, können wir uns auch in der Welt bewähren. Wenn man so will, bedeutet der Buddha-Weg, der Weg des Buddha, oder die Übung des Buddha-Weges, dass wir uns darum bemühen, unser nur persönliches, nur auf uns selbst orientiertes Ich zu überwinden und gleichzeitig mitten in der Welt, in einer Welt des Eigennutzes, unsere Einsichten zu bezeugen, auszudrücken, zu bewähren. Und das heißt, vielleicht anders als manche, die vom Buddhismus etwas gehört haben, denken, dass der buddhistische Weg nicht etwa nur ein Weg der Innerlichkeit oder ein Weg vorwiegend der Selbsterkenntnis in einem irgendwie nur auf uns selbst bezogenen Sinne ist, sondern dass der buddhistische Weg in genau gleicher Weise oder in genau gleichem Maß auch ein Weg des Ausdrucks, der Gestaltung, der Veränderung der Welt ist. Innen und außen spielen zusammen. Sicherlich gibt es Phasen, in denen wir mehr das Innen betonen und mehr das Außen betonen, aber letztlich müssen wir immer wieder beides in ein Gleichgewicht, in ein ausgewogenes Verhältnis bringen und vor allen Dingen die ja oft sehr zerbrechlichen Erkenntnisse, die wir vielleicht in besonderer Meditationsübung oder anderen Situationen erfahren, dem Test der Außenwelt stellen. Und dieser Test ist oft verdammt hart, wie wahrscheinlich jeder von uns weiß, der eine Meditationserfahrung oder irgendeine kostbare Erkenntnis schnell wieder verloren hat, wenn er nach draußen gegangen ist. Aber dieser Test ist nötig. Wenn wir diesen Test vermeiden, können wir gleich die ganze Geschichte vergessen. Also beides, innen und außen, müssen ganz eng zusammenspielen. Und die Entscheidung dazu, das zu tun, die Entscheidung dazu, diesen Weg gehen zu wollen, ist das, was in der traditionellen Sprache des Buddhismus Zufluchtnahme genannt wird. Zuflucht dazu, alles zu tun, um die Wahrheit zu erkennen in eigener Erfahrung und das in der Welt auszudrücken. Und dazu gibt es eine vielfältige Zahl von Übungen, vielfältige Arten von Übungen. Und ich denke, es ist ganz nützlich, die grob zu unterscheiden. Zunächst mal als besondere Übungen oder Übungen im engeren Sinne und allgemeine oder alltägliche Übungen, Übungen, die wir jederzeit, jetzt in diesem Augenblick, wie auf dem Weg nach Hause, wie wenn wir spülen oder ich weiß nicht was tun, praktizieren können. Also besondere und allgemeine oder alltägliche Übungen. Zu den besonderen Übungen möchte ich auch eigentlich nur relativ kurz etwas sagen, um dann mehr auf die alltäglichen Übungen einzugehen. Besondere Übungen sind Übungen wie Meditation, dazu gleich ein paar Worte mehr, Dharma-Studium, Dharma ist der Begriff für die buddhistische Lehre, wie sie im Laufe der Tradition überliefert wurde, also Studium der buddhistischen Lehre, oder auch Klären unseres Denkens, können wir sagen, Puja und Retreat. Es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe anderer besonderer Übungen, aber ich denke, das sind Bereiche, mit denen manche von euch einiges anfangen können, wo ihr auch Erfahrungen selber schon gemacht habt. Dazu gleich ein paar Worte mehr. Als allgemeine Übung werde ich versuchen, das zu betrachten, was zum einen auf Vorbereitung der besonderen Übung zielt, uns überhaupt in die rechte innere Verfassung zu bringen, um besondere Übungen in nutzvoller Weise machen zu können. Und was in der buddhistischen Tradition als Shila, wenn man so will, aufrechter Gang oder ethisches Handeln betrachtet wird. Und da will ich besonders eingehen auf verschiedene Bereiche unter den Gesichtspunkten von Achtsamkeit, Metta oder Freundlichkeit und Dana oder Großzügigkeit. Ein paar
Worte zur besonderen Übung. Ich weiß leider selber nicht, wie viele von euch schon hier waren. Ich weiß von daher auch nicht, wer schon oder noch nicht Erfahrungen, Versuche mit Meditation beispielsweise gemacht hat. Meditation ist sicherlich das, was die meisten, was den meisten vielleicht als erstes einfällt, wenn sie an Buddhismus denken. Vielleicht ist es das Bild eines meditierenden Buddhas oder einfach die Vorstellung, ja, Meditation ist etwas, was mit dem Buddhismus ganz eng verknüpft ist. Darüber gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Vorstellungen und ich will nicht sehr viel dazu sagen, weil diejenigen, die daran mehr interessiert sind, haben in diesem Zentrum oder anderweitig so viele Gelegenheiten mehr darüber zu erfahren, dass wahrscheinlich ein paar Worte genügen. In Meditation geht es zunächst vor allem darum, dass wir versuchen, uns zu öffnen. Versuchen, uns zu öffnen für Erfahrungen. Und diese Erfahrungen spüren, diese Erfahrungen zulassen, die unsere überkommene Ich-Struktur zumindest poröser machen, durchlässiger machen. Die sozusagen an den Grenzen oder an den Barrieren, die uns, wie wir normalerweise sind, von unserer Umgebung trennen, die an diesen Barrieren kratzen, indem sie uns zeigen, dass Erfahrung wesentlich mehr sein kann, Erleben wesentlich mehr sein kann, als das, was wir normalerweise erleben. Und das, wie wir uns normalerweise unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen verständlich machen. Man könnte sagen, Meditation zielt darauf, dass wir uns öffnen für jene Erfahrungen, die das Ich transzendieren. Und in einem Großteil der Meditationspraktiken, wie wir sie auch hier im Zentrum üben, trainieren wir sozusagen oder bilden unseren Geist als ein Organ für Übersinnliches, etwas problematisches Wort, heran. Übersinnliches in dem Sinne, für jeden Erfahrungsbereich, der über das hinausgeht, was wir normalerweise mit den Sinnen erleben. Und wie jeder auch, der nicht meditiert hat, zumindest punktuell wahrscheinlich mal erlebt hat, es gibt bestimmte Erfahrungen nicht sinnlicher Natur, die auch nicht in der gleichen Weise greifbar und verständlich zu machen sind, wie wir das normalerweise mit unseren Sinneserfahrungen tun, die aber oft eine Qualität haben, eine Bedeutungshaftigkeit vielleicht, die das stark übersteigt, was wir normalerweise überleben. Das kann eine Erfahrung vielleicht eines sehr überraschenden inneren Tiefes, inneren Friedens in einer Situation sein, wo wir es überhaupt nicht erwartet hätten. Oder vielleicht auch das Erlebnis einer von der unbekannt herkommenden Stärke, die wir plötzlich in einer Krisensituation erfahren. Das können sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen sein, denen wir uns in der Meditation zunächst mal immer mehr zu öffnen versuchen. Indem wir einfach die grobe Art, wie wir normalerweise erleben, versuchen immer mehr zu verfeinern. Dazu gibt es die verschiedensten Praktiken. Hier im Zentrum werden vorwiegend zwei geübt, aber darüber will ich jetzt gar nichts weiter sagen. Dharma-Studium, vielleicht auch Vorträge wie diesen oder andere als ein Teil von Dharma-Studium, sollen vorwiegend helfen, unser Denken zu klären. Wir machen uns, glaube ich, oft gar nicht klar, wie viel Schrott an Ideen und Meinungen wir aus dem Hintergrund, aus der Erziehung, aus der Umgebung mitbringen, in der wir aufgewachsen sind. Und ein Großteil der Meinungen, die wir für selbstverständlich halten, sind nichts anderes als Versuche, unsere Ich-Struktur zu zementieren. Das heißt, die Abgrenzung zwischen uns selber und der Welt aufrechtzuerhalten und zu verfestigen. Sicherlich gilt das nicht für alles. Dharma-Studium, Beschäftigung mit dem Dharma als Lehre, zielt darauf, unseren Verstand zu nutzen. Und wir brauchen den Verstand, auch wenn der Verstand selber ein Werkzeug unseres Ich ist, diesen Verstand zu nutzen, um allmählich die von uns mitgebrachten Bezugssysteme des Denkens, des Erlebens aufzulösen, zu hinterfragen, immer wieder zu erneuern. Wir brauchen, so nennt es die buddhistische Tradition, rechte Ansichten oder, wenn man so will, rechte Überzeugungen. Und dabei ist der Buddha und sind die buddhistischen Lehrer sich voll bewusst, dass das, was in der Tradition als Lehre formuliert wird, nichts anderes sind als Eselsbrücken, wenn man so will. Als vielleicht nützliche Lügen, die
nützlich sind, weil sie uns helfen, allmählich die uns der Wahrheit, der Wirklichkeit immer mehr anzunähern, aber lügen insofern, als sie nicht tatsächlich die Wirklichkeit selber sind, weil die Wirklichkeit als Ganze ist unaussagbar, sie ist unaussprechlich. Aber wir brauchen Ansichten, Überzeugungen, Meinungen oder Sichtweisen, die uns die Chance geben, uns mehr zu der Wirklichkeit der wechselseitigen Abhängigkeit allen Geschehens zu öffnen. Und das heißt, wir müssen immer wieder hinterfragen, was bringen wir an Meinungen, an Selbstverständlichkeiten mit, die uns daran hindern, in diese Wirklichkeit hineinzuwachsen oder transzendente Erkenntnis zu finden. Puja als dritter Bereich der besonderen Übung ist vielleicht für manche ein unbekannter Begriff. Puja wird meistens einfach als ein, oder nicht einfach, als ein Ritual verstanden, indem man durch eine Sequenz verschiedener Emotionen geht, in denen man sozusagen eine Art Probeaufführung des gesamten Weges des Dharma, des Buddhismus macht, oder des Buddha macht, angefangen bei einer sehr distanzierten, aber durchaus bewundernden Annäherung oder Anerkennung der Tatsache, dass es so etwas wie ein Ideal oder wie Erleuchtung oder Erkenntnis der Wirklichkeit gibt, bis hin zu dem Punkt, an dem wir uns voll und rückhaltlos in all unserem Tun einem Leben im Einklang mit dieser Wirklichkeit hingehen. In der Puja als Ritual geht man durch diese Emotionen in 7 Abschnitten und versucht sozusagen in sich selber als eine Art Imaginationsübung diesen Weg des Buddha präsent zu machen, zu klären, sich dafür zu öffnen, dass dieser Weg eine Reihe solcher Stufen hat. Aber wir müssen keineswegs Puja nur als dieses Ritual verstehen, das wir hin und wieder machen und das vielleicht eine Dreiviertelstunde lang dauert und dann ist es vorbei, sondern es ist auch möglich, Puja in unserem alltäglichen Leben in gewisser Weise ständig zu praktizieren. Also uns ständig daran zu erinnern, dass es so etwas wie Erleuchtung gibt, dass es Buddhaschaft gibt, uns ständig daraufhin zu beziehen oder annähern und so weiter. Ich gehe jetzt nicht durch die einzelnen Phasen der Puja. Ich denke, diejenigen, die Puja gemacht haben, für die lohnt es sich vielleicht einfach mal darüber nachzudenken, wie kann ich meinen Alltag zu Puja machen. In der Puja kommen, wenn man so will, Meditation und Denken oder Dharma-Studium auch in gewisser Weise zusammen. Als eine Art, ja, verbunden in Imagination. Wir müssen geistig klar sein, verstehen, was eigentlich mit den Texten der Buddha gemeint ist, mit den Worten gemeint ist. Sie müssen brauchen eine Resonanz in uns selber und zugleich geben wir uns in einer, ja, sehr gelassenen, reflektierenden Weise in die Bedeutung dieser Worte hinein. So dass es nicht einfach ein Runterspulen irgendwelcher Sätze wird und jeder von uns hat alle, die schon mal Puja gemacht haben, haben vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal ein sehr mechanisches Ritual werden kann, sondern dass es immer wieder eine, ja, echte Praxis ist, in der Meditation und geistige Klarheit, Denken zusammenkommen. Als vierten und letzten Bereich besonderer Übung möchte ich Retreat erwähnen, Rückzug. Rückzug aus der Welt und gleich dabei sagen, dass das eine äußerst heikle Angelegenheit ist. In gewisser Weise könnte man sagen, eine gefährliche Angelegenheit. Weil wenn wir uns von der Welt zurückziehen, zementieren wir damit zunächst einmal, oder es ist die Gefahr, dass wir zementieren, die Kluft zwischen besonderer Situation und Alltag. Oder die Kluft zwischen dem, was wir vielleicht glauben, was wir im Innersten tatsächlich und wahrhaft sind, und dem, was wir erleiden als Druck und Anforderungen der Welt auf uns. Das heißt, in gewisser Weise machen wir diese Kluft zwischen Ich und dem, wie wir im besten Sinne sein können, und dem, wie wir normalerweise sind, noch stärker. Und diejenigen von euch, die auf Retreat waren, haben das vielleicht auch manches Mal erlebt. Man kann innerhalb weniger Tage durch verstärkte Meditation, vielleicht durch ein Teil-Dharma-Studium darin und Begegnung in einem sehr geschützten Kontext, in einer Insel gewissermaßen, die losgelöst oder mehr oder weniger getrennt ist von der normalen Außenwelt, man kann in einer solchen Situation sich selber sehr anders, sehr viel durchlässiger, sehr viel freier, sehr inspiriert erleben, wie es in unserem Alltag nicht der Fall ist. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass, wenn wir zurückkommen,
ein gewaltiger Absturz stattfindet oder innerhalb weniger Tage wir kaum noch eine Erinnerung haben, wie war das denn noch damals? Und vielleicht wollen wir es sogar wegdrängen, weil es einfach so schmerzlich ist, in unserem Alltag dieses Kontrastes noch bewusst zu bleiben, dass es uns manchmal lieber ist, zu sagen, okay, das war damals, will ich nichts mehr von wissen, aber jetzt bin ich hier und jetzt heldenhaft oder wie auch immer, setze ich mich den Anforderungen des Alltags aus. Also es ist eine gewisse Gefahr damit verbunden, dass wir Retreats einfach nur zum Auftanken benutzen, um dann im Alltag so weitermachen wie immer schon, bis wir irgendwann in der Situation sind, dass wir wieder mal auftanken müssen und dann gehen wir wieder mal auf Retreat. Und man hört ganz viele solche Äußerungen hier im Zentrum und ich bin selber sicher auch nicht davon frei, dass man Leute hört, ich muss mal wieder auf Retreat gehen. Das sollte im Grunde nicht so sein. Ja? Oder wenn es so ist, und es ist auch okay, dass es so ist, sollten wir uns nur klar machen, dass das ein Hinweis darauf ist, dass wir unseren normalen Alltag mit ziemlich starken Fehlhaltungen oder Verspannungen praktizieren, sodass wir überhaupt erst in die Situation kommen, dass wir es mal wieder brauchen. Idealerweise sollte es eher so sein, dass ein Retreat einfach intensiviert das ist, was wir sowieso tun. Die ganze Zeit über. Ja? Nur noch gezielter, noch konzentrierter, wenn man so will, mit noch weniger Außenreizen. Im Grunde sollten wir selber ständig auf Retreat sein, aber dann ist natürlich das Wort Retreat nicht mehr sinnvoll, was bedeutet Rückzug. Und schon in dem Wort selber wird diese Spannung, diese ja heikle Kluft zwischen besonderer Situation und alltäglicher Situation deutlich. Wir brauchen Retreats. Und unsere Retreats werden umso effektiver, je mehr wir auf unser ganz alltägliches Leben in den normalen Situationen achten, in denen wir uns befinden. Und je mehr wir das tun, desto weniger werden wir Retreats brauchen. Es lohnt sich also wahrscheinlich, den Alltag selber, das, was unser Leben normalerweise ist, wenn wir nicht in der besonderen Übung von Meditation oder Dharma-Studium oder Puja oder Retreat uns befinden oder den anderen besonderen Übungen, die es noch gibt und die ich nicht genannt habe. Es lohnt sich also, diesen Alltag selber daraufhin zu untersuchen, wie können wir ihn zur Übung machen, zu einer Übung, die sowohl befreit wie beglückt und erfreut und als Stütze, als Basis für die besondere Übung immer mehr wirkt. Wie ich schon sagte, ging es mir so, als ich darüber nachzudenken begann, was ich in diesem Vortrag sagen könnte, dass mir zunächst mal meine eigenen Mängel sehr, sehr stark bewusst wurden. Oder zumindest manche meiner Mängel, sollte ich vielleicht sagen. Weil ich nehme an, dass es auch noch etliche Mängel gibt, die mir nicht mal bewusst werden, die so eingefleischt sind, die so zu meinem normalen Bestand, zu meiner normalen Art da zu sein gehören, dass ich sie einfach überhaupt nicht mitkriege. Und auch wenn es sich vielleicht etwas drastisch anhört, lohnt es vielleicht doch nochmal, dass wir uns deutlich machen, dass wir tatsächlich, jeder von uns und jede von uns, wie wir hier sitzen, kaum etwas anderes sind als eine eingefleischte Gewohnheit. Ja, als ein, wenn man so will, mehr oder weniger massiver und undurchlässiger Fleischkloß von Neigungen, Impulsen, Tendenzen zusammengehalten mit ein paar Knochen, die noch ein Stück stabiler sind. Das sind wir. Eingefleischte Gewohnheiten. Und in der Art, wie wir hier sind, wie wir hier sitzen, wie wir jetzt da sitzen, in der Art unserer Gesten, in der Art unserer Haltung, in der Art unserer Spannung, körperlichen Spannung, in der Art unseres Atems, zeigt sich genau die Art, wie wir sind. Es zeigt sich auch das, wenn wir so wollen, was wir innerlich sind. Das tut es in jeder Haltung. In jeder Situation, unser Körper ist nicht zuletzt auch Ausdruck dessen, was wir im Inneren sind. Wir haben uns, so sagt die buddhistische Tradition, zu dem gemacht, was wir sind. Und mit jeder Geste, mit jeder Bewegung fleischen wir, wenn wir das wiederholen, uns weiter ein in diese Haltung. Das ist eine ziemlich drastische Sprache. Ich finde sie persönlich gleichzeitig sehr inspirierend und erschreckend. Ja, weil ich merke, wenn ich mich in dieser Weise betrachte, wird mir so oft bewusst, so erschreckend bewusst, in welchem Ausmaß meine
Gedanken, meine Gefühle, meine Ängste, Befürchtungen und was auch immer sich direkt in meiner Art körperlich da zu sein ausdrücken. Und das ist ein, da stehen wir in einer gewaltigen Spannung. Auf der einen Seite gibt es in uns sozusagen all das, was uns drängt dazu, was uns neigt dazu, den Bedürfnissen dieser eingefleischten Gewohnheit gerecht zu werden. Weil als ein Bündel von Impulsen und Neigungen, die wir sind, bringen wir natürlich auch eine ganze Menge von Erwartungen, Bedürfnissen, Wünschen und so weiter, Neigungen mit, die wir erneut befriedigen wollen, die wir erneut verstärken wollen. Ich beschreibe das mal oder benenne das mal ganz grob und ich meine das überhaupt nicht negativ, als die Seite unseres Lebens, die auf Lust, auf Bedürfnisbefriedigung, auf Freude, auf Genuss in einem allgemeinen Sinne zielt. Und diese Seite ist natürlich sehr stark und die ist auch notwendig, weil viele Dinge würden wir überhaupt nicht tun, wenn wir uns nicht versprechen würden davon, dass es eine größere Freude, einen größeren Genuss bringen würde, wenn wir das machen. Und auf der anderen Seite gibt es die Tendenz oder die Ahnung in uns, die uns sagt, das ist nicht das Wahre. Das ist nicht alles. Irgendwie mache ich mir da etwas vor. Es gibt auch noch etwas anderes oder es gibt vielleicht eine Möglichkeit, glücklich und frei zu sein, die nicht mit diesem sich fixieren immer stumpfer oder immer eingefleischter zu werden verbunden ist. Und in unserer Übung müssen wir diese beiden Tendenzen berücksichtigen. Es hat keinen Sinn, sozusagen nur auf Ideale zu zielen und zu sagen, klar, ich will also die Erleuchtung eines Buddha erlangen und vollkommen rein und klar und so weiter bewusst sein, sondern wir müssen auch berücksichtigen, wo wir jetzt stehen mit unseren Neigungen, mit unseren Wünschen, mit dem, was wir in Jahre, die buddhistische Tradition sagt, jahrmillionenlanger Lebensweise eingeübt haben und geworden sind. Das heißt, wir müssen in unserem Alltag immer wieder versuchen, Lust und Realitätsprinzip, kann man es vielleicht so nennen, zusammenzubringen oder unsere Ideale und unsere Wünsche einfach zu genießen und uns um nichts zu kümmern, zusammenzubringen. Sonst werden die Ideale sehr schnell verknöchert. Sonst wird es eine sehr entfremdete Art, nach irgendetwas weit außer uns zu streben und uns geht sozusagen die Freude am Leben verloren und irgendwann werden wir auch kräftig gegen die Ideale reagieren. Also der Weg buddhistischer Übung, und das, denke ich, spielt ganz besonders in der alltäglichen Übung eine Rolle, ist eine ständige Balance zwischen dem, was ich mir schon zumuten kann und gleichzeitig dem, was ich noch brauche auf der einen Seite und dem, was sein könnte, wohin ich mich entwickeln kann. Und wir müssen da sehr vorsichtig sein. Wir werden wahrscheinlich immer wieder mal mehr zum einen, mal mehr zum anderen pendeln und alle, die versucht haben, in irgendeiner Weise zu üben, werden das manchmal an sich gemerkt haben. Ja, irgendwann lassen wir dann doch einfach die Sau raus und lassen einfach gehen und lassen den Buddha Buddha sein und ja, tun einfach das, wozu wir Lust haben. Und dann kommt möglicherweise ein schlechtes Gewissen oder was auch immer, vielleicht auch eine echte neue Inspiration und wir sind erfüllt von dem, was wir werden könnten. Und irgendwann haben wir aber so den Kontakt zum Boden verloren und damit auch zu dem, was wir sind, dass diese Orientierung auf die Ideale selber blutleer wird. Und es kommt wieder der Pendelschlag zurück. Und dies zusammenzubringen, in der Sprache der buddhistischen Tradition wird vom Yuga-Nada gesprochen, diese Vereinigung, wenn man so will, von Genuss und geistiger Klarheit, ist ein Prinzip, das uns immer wieder, auch in unserer alltäglichen Übung, vor Augen sein sollte und das wir immer wieder anstreben sollten. Sonst erstarren wir einfach in einem rigiden Formalismus, ja, oder verlieren uns, indem wir einfach nur an den augenblicklichen Bedürfnissen orientiert sind. Ich möchte gerne drei Bereiche des alltäglichen Lebens etwas genauer betrachten als Übungsfelder, als Gelegenheiten zur Übung. Und diese Bereiche sind Verkehr, Arbeit und Freizeit. Vielleicht überrascht es Einzelne, dass ich Verkehr dazugenommen habe. Ich denke nicht zuletzt deshalb, weil ich einen Großteil meiner Zeit auf der Straße als Autofahrer verbringe. Und das sind sehr, sehr interessante Gelegenheiten,
mich selber kennenzulernen. Nicht nur mich selbst, auch andere kennenzulernen, aber besonders mich selber. Ich will euch nicht mit zu vielen Stories davon unterhalten, aber ich vermute mal einfach, dass jeder von uns im Laufe jedes Tages eine Menge Wege macht. Und wir können hier ruhig in den Begriff Verkehr sowohl die innerhäuslichen Wege mit einbeziehen, wie auch die Wege, die von einem Haus zum anderen Haus oder wohin auch immer führen. Bei manchen sind es mehrere Stunden am Tag, die wir in solcher Weise im Verkehr sind. Ja, und damit meine ich auch zum Beispiel die, ich schließe auch ein, etwa wenn ich vom Schreibtisch aufstehe und vielleicht zu einem Schrank gehe. Ja, vielleicht in ein anderes Zimmer, wo ich meinetwegen anderen Kollegen begegne oder so. Auch das ist eine Art Verkehr, die ich hier einfach mitgedacht haben möchte unter diesem Begriff Verkehr. Aber eingehen werde ich vorwiegend auf unser Dasein als Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und versuchen ein paar Hinweise, und es gibt sicherlich viel, viel mehr, was man tun könnte, ein paar Hinweise zu geben, wie wir dort Achtsamkeit, Metta und Großzügigkeit üben. Vielleicht als Eingang, ich finde es persönlich schön, obwohl ich gleichzeitig sagen muss, ich vergesse es immer wieder, wenn wir viel auf dem Wege sind oder auf Wegen sind, lohnt es sich vielleicht, das als ein Symbol zu nehmen, was für uns umzudeuten. Jeder Weg, den wir machen, ist eine Gelegenheit für uns selber, als Mensch auf dem Weg zu sein. Auf dem Buddha-Weg zu sein, wenn man so will. Oder auf dem Weg der Verwandlung zu sein. Jeder Weg könnte dazu werden. Und wenn wir uns daran erinnern, wird das wahrscheinlich sehr, sehr schnell manche unserer Haltung, manche unserer Neigung verändern. Denk nur daran, du willst vielleicht einen Brief in den Briefkasten werfen. Oder irgendeine Besorgung in der Stadt machen. In vielen Situationen geht es uns wahrscheinlich so, dass einfach der Brief soll in den Briefkasten und wir sind innerlich entweder darauf orientiert, so schnell wie möglich dahin zu kommen oder möglicherweise in unseren Gedanken mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als denen, dass wir hier auf einem Weg von einem Ort zum Briefkasten sind. Und wir werden kaum viel von dem erleben, was eigentlich es bedeutet, zu gehen oder auch zu fahren dorthin. Wir werden kaum Achtsamkeit auf die Tätigkeit selber richten, sondern zielorientiert sein oder einfach abgelenkt sein. Und jedes zielgerichtete Handeln, jedes Handeln, das wir mit der Absicht ausführen, irgendwas zu erreichen, gefährdet zwangsläufig unsere innere Balance. Das sollten wir uns klar machen. Das ist ein ganz natürlicher Punkt. Das heißt, jeder Versuch, sei es einen Brief in den Briefkasten zu bringen oder einen Vortrag zu einem bestimmten Termin geschrieben zu haben oder was auch immer, ist sozusagen eine Attacke auf unsere Unmöglichkeit, einfach da zu sein, einfach präsent zu sein. Und es ist damit auch gleichzeitig ein Trainingsfeld, eine Möglichkeit, dies zu üben. Auf Wegen, als Fußgänger, als Radfahrer, als Autofahrer, ist sicherlich der erste Aspekt, der zentrale Aspekt, für die meisten von uns vermutlich, zunächst mal Achtsamkeit, Gewahrsein bei unserem Körper, bei unseren Bewegungen, in unserer Haltung, in unserer Spannung, in unserem Atem zu üben. Zu wissen, dass wir gehen, im Gehen des Gehens zu erleben, unsere Fortbewegung zu erleben, die Eindrücke, die auf uns kommen, einfach aufzunehmen, ohne uns von denen treiben zu lassen. Manche haben als eine Art besonderer Übung etwa achtsames Gehen kennengelernt oder ähnliche Praktiken, bewusst zu gehen, den Weg bewusst zu machen und als Autofahrer nicht zuletzt eine Möglichkeit zu finden, wie wir mit der Tatsache, oder wie wir die Tatsache gestalten, dass wir im Grunde eine Maschine zu unserem Körper machen und diese Maschine aber von einem Gehirn gesteuert wird, das für Fußgänger gemacht worden ist. Das ist, als Autofahrer im Auto ist die Wirkung, die wir haben, die Wirkung unserer Neigung, wenn wir so will, wird gewaltig potenziert. Es ist auf der einen Seite eine ideale Gelegenheit,
das Karma-Gesetz oder das Gesetz, dass intentionale Handlungen, dass Gedanken, dass Gefühle, Absichten Folgen haben, unmittelbar zu erleben. Weil als Autofahrer, überhaupt als Verkehrsteilnehmer, denke ich, können wir sagen, erleben wir die Wirkungen sehr, sehr direkt. Antje hat es heute erlebt. Ja, die Wirkung, das, was geschieht, wenn wir nachlässig in unserer Aufmerksamkeit sind, wenn wir nicht in uns gesammelt sind, wenn wir keinen guten Einklang mit dem Instrument oder der Maschine gefunden haben, die wir bewegen. Es kann sein, dass wir zu sehr auf die Ziele fixiert sind, dass wir zu sehr darauf orientiert sind, wo wir hinwollen. Und vielleicht, um doch wenigstens eine Story zu erzählen, die ich selber erlebt habe, wo ich das fand, ich besonders auch erschreckend erlebt habe. Ich mache ziemlich viele Seminare, die oft weit weg von Essen stattfinden. Und manchmal habe ich den Wunsch, nach einem solchen Seminar so schnell wie möglich nach Essen zu kommen. Vielleicht findet hier abends ein Meditationsabend statt. Und ich finde es persönlich einfach sehr, sehr angenehm, einfach hierher zu kommen, mich hier hinzusetzen und mit anderen gemeinsam zu meditieren. Ich merke, das unterstützt meine eigene Praktik. Es fällt mir ganz schlicht wesentlich leichter, mit anderen gemeinsam zu meditieren. Die Meditation wird tiefer. Also so kann es vorkommen, dass ich vielleicht um 14, 15 Uhr 350 oder 400 Kilometer von Essen entfernt bin und um 19 Uhr hier sein werde. Was nicht immer möglich ist. Und ja, je nachdem, wie sehr ich selber die Tatsache akzeptiere, dass das nicht immer möglich ist, kommen sehr, sehr unterschiedliche Reaktionsweisen in mir zustande. Es gab einmal eine Situation, da wurde mir deutlich, dass ich sehr stark so mit dem Drang fuhr, so schnell wie möglich nach Essen zu fahren. Und ich dachte, komm zurück, sei hier. Der Verkehr selber, die Straßensituation wird einfach in einem großen Ausmaß bestimmen, wie schnell du tatsächlich nach Essen kommen wirst. Akzeptiere das. Und ich versuchte, so mich ein Stück in mir zu sammeln, ein Stück gehen zu lassen. Und als eine Hilfe dazu auch, um selber mehr gewahr zu bleiben, begann ich ein Mantra innerlich zu rezitieren. Das Tara-Mantra, das vielleicht manche kennen. Tara ist der Bodhisattva oder Buddha, wenn man so will, vollkommenen Erbarmens oder Mitgefühls. Also ein Mantra, das man vielleicht so deuten kann, als ein Ausdruck des Bestrebens, zum Wohle aller zu handeln. Und ich begann also dieses Mantra zu rezitieren, fuhr auch ein Weilchen etwas ruhiger und das Mantra ging weiter und wahrscheinlich meine Gedanken gleichzeitig gingen auch weiter. Auf jeden Fall fiel mir dann irgendwann plötzlich auf, dass ich mich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der linken, der Überholspur, befand, laut das Mantra und gleichzeitig die Lichthupe betätigte. Naja, ich brauche wahrscheinlich nicht weiter dazu zu sagen. Eine besondere Situation, vielleicht im Auto, aber auch wieder nicht nur im Auto, eine besondere Situation zur Übung sind Staus. Ich finde es sehr hilfreich, einen Stau als ein Geschenk zu betrachten. Einfach als ein Geschenk, das mir erlaubt, eine Phase besonderer Übung einzulegen. Eine Phase der Übung, die ich vielleicht nicht angestrebt habe, die aber jetzt einfach da ist. Weil Stau ist Stau. Da steht man oder fährt sehr langsam. Und wir können denken, was wir wollen. Wir können uns ärgern, wie wir wollen. Es geht doch trotzdem nicht schneller. Also warum nicht einfach die Gelegenheit nutzen? Als eine Gelegenheit besonderer Sammlung. Es ist mir manchmal so gegangen, dass ich einen Stau tatsächlich als ein freudiges Ereignis erlebt habe. Einfach weil ich mich gerade und die Tatsache, dass ich als Mensch auf dem Weg sein wollte, vergessen hatte, weil ich das verloren hatte und ich auf diese Weise zurückkam. Weil natürlich ist ein Stau zunächst mal wiederum eine Attacke auf unsere Zielorientierung. Schließlich wollen wir ja irgendwo hin, in den meisten Situationen, in denen wir in irgendeiner Art von Verkehrsblockade sind. Das können natürlich genauso gut, kann das der Stau in der Fußgängerstraße sein, wenn einfach Leute vor uns, Käfliger Straße wird gerade gebaut, ziemlich enger Durchweg, wenn Leute vor uns sehr, sehr langsam gehen und wir wollen dran vorbei. Ja,
Oder der Stau, der sich beim Eintritt in die U-Bahn oder Straßenbahn ergibt. Da gibt es viele Gelegenheiten, das als Gelegenheit zu benutzen, als Möglichkeit, ein Stück Geduld zu üben, ein Stück auch Entgegenkommen anderen Menschen gegenüber zu üben und auf diese Weise uns daran zu erinnern, dass es Dinge gibt, die viel, viel wichtiger sind, als die Frage, ob wir wirklich zu dem Zeitpunkt an unserem Ziel sind, wo wir es uns ursprünglich vorgenommen haben. Weil wo nichts läuft, ist eh nichts zu machen. Also warum sich darüber irgendwelche Sorgen machen? Also vielleicht ein paar Fragen, ein paar Anregungen an euch selber. Wie erlebt ihr unvorhergesehene Wartezeiten, Staus im Verkehr oder bei anderen Gelegenheiten? Was tut ihr? Wie antwortet ihr darauf? Wie weit nutzt ihr sie als Möglichkeiten, wieder Kontakt mit tieferen Schichten in euch selber aufzunehmen und nicht nur fixiert auf die Ziele zu sein, die ihr erreichen wollt? Wie stellt ihr überhaupt als Verkehrsteilnehmer eine Beziehung, sei es zu eurem Fahrrad, zum Auto oder zu dem Gerät, mit dem ihr euch fortbewegt, her? Wie werdet ihr der Tatsache gerecht, dass jedes künstliche Gerät, mit dem wir uns bewegen, eine Potenzierung unserer Kräfte ist und damit auch eine das Risiko in sich birgt, dass unser Ich-Wille verheerende Folgen haben kann. Viel stärker, als es bloß für den Fußgänger geschieht. Wie begegnen wir anderen Menschen, denen wir im Verkehr begegnen? Wir wollen irgendwo hin, die wollen irgendwo hin. Sind die anderen für uns primär oder oft Hindernisse, Störfaktoren auf unserem Weg? Feinde vielleicht sogar? Vielleicht auch Kuriositäten. Ich denke, gerade als Fußgänger begegnen wir manchmal Menschen, die sehr, sehr merkwürdig aussehen. Was geschieht da in uns? Wie gehen wir mit diesen Empfindungen, mit diesen Eindrücken um? Ich finde es ja oft erschreckend zu sehen, wie gerade im Verkehr, gerade in dieser Massensituation, die man oft auf den Straßen erlebt, und das vielleicht noch deutlicher als Fußgänger, denn als Auto, weil dort ist halt dieser Panzer um uns herum und wir werden vielleicht der anderen Person noch weniger als Person gewahr, als das sonst schon der Fall ist. Aber wenn wir meinetwegen in einer Massensituation als Fußgänger oder in Straßenbahnen oder ähnlichen Situationen sind, ist es ja erschreckend zu sehen, wie isoliert wir als Einzelne da sind. So viele Menschen scheinen fast eingeschlossen in ihrer eigenen Welt zu sein und oft in einer, wie es von außen aussieht, sehr grauen, sehr trüben, sehr trostlosen Welt. Und das gleichzeitig in einer Situation, wo ganz viele zusammen sind. Auch das können wir als Gelegenheit benutzen, vielleicht zu einem kurzen Kontakt oder auch nur einfach dem Gefühl von Freundlichkeit diesen anderen gegenüber, die wir begegnen. Ein Versuch, sie wahrzunehmen. Nicht, indem wir jetzt ständig gucken sollten, wer ist denn da und wer kommt denn da und wer kommt denn da, sondern wir werden vielleicht einer anderen Person gewahr und bleiben einen Augenblick dabei. Wir verbinden uns einen Augenblick lang mit ja vielleicht einem Satz wie: Möge auch diese Person glücklich sein. Möge sie ihre Ziele erreichen. Statt: Möge sie mir aus dem Weg gehen. Was auch immer der Fall da sein mag. Also für uns selber Verkehr eine Gelegenheit, in besonderer Weise auf dem Weg zu sein und uns das immer wieder gegenwärtig zu machen. Sicher gibt es mehr, was man dazu sagen könnte, aber ich möchte gerne weitergehen zum nächsten Bereich: Arbeit. Mit Arbeit möchte ich hier einschließen alles, was mit unserer Berufstätigkeit zu tun hat oder Schule, Ausbildung, mit dem Haushalt, Tätigkeiten im Haushalt. Auch Arbeiten, die wir vielleicht ehrenamtlich freiwillig machen, zum Beispiel Arbeiten, die manche in diesem Zentrum machen, oder einfach Dinge, die wir für andere Leute tun. Vermutlich kann jeder von uns mehr oder weniger stark in sich zumindest manchmal die Frage hören: Was bringt es mir? Was ist da für mich drin? Oder was kriege ich daraus, wenn ich arbeite? Viele haben offenbar ein sehr schwieriges, ein sehr problematisches Verhältnis zur Arbeit. Wir erleben Arbeit als etwas, was uns von außen auferlegt wird. Okay, wir müssen arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber es scheint, dass sehr, sehr wenige Menschen ihre Arbeit wirklich als einen
freien Ausdruck ihrer schöpferischen Kräfte erleben. Was es auch sein könnte, aber sicher wird es ein langer Weg sein, bis dahin. Vielleicht sollte es das mehr sein. Ja, Arbeit ist für viele etwas Frustrierendes, etwas, was wir tun müssen. Etwas, wo wir uns freuen, wenn es vorbei ist, damit wir dann endlich Freizeit haben können mit dem, was immer wir da machen. Nun, in der Arbeit von den meisten Leuten wird es wahrscheinlich eine Menge von sehr routinierten Tätigkeiten geben. Vieles, was wir immer wieder tun. Egal, ob das die Ablage am Schreibtisch ist oder ob es vielleicht das Schreiben eines sehr einfachen Standardbriefes ist oder was es auch für Tätigkeiten sein mag. Tätigkeiten, die wir können, in die wir keine besondere Aufmerksamkeit mehr geben müssen oder Glauben geben zu müssen. Tätigkeiten, die uns einfach geläufig sind. Und ja, viele Leute, vielleicht Leute, die besonders viele solche Routinetätigkeiten machen müssen, erleben das als langweilig, als öde, vielleicht als minderwertig. Und dabei ist eigentlich gerade so etwas eine Gelegenheit, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten. Gerade das, was wir können, was einfach ist, was wir vielleicht schon tausendmal gemacht haben, bietet sich als ein Feld an, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken können. Oder in dem wir gewahr werden können, in welcher Haltung tue ich das? In welcher Verfassung bin ich? Es gibt ein japanisches Sprichwort aus dem Zen, das sagt ungefähr, damit eine Tätigkeit religiöse oder spirituelle Bedeutung gewinnt, muss sie zwei Bedingungen erfüllen. Sie muss einfach sein und sie muss wiederholbar sein. Und es gibt, denke ich, sehr, sehr viele Tätigkeiten, die wir machen, die im Grunde sehr einfach sind. Und wir haben die Wahl, ob wir sie mit einer Haltung machen, die sich innerlich dagegen wehrt. Vielleicht sowas, das sollte ich angesichts meiner Qualitäten, angesichts meines Bildungsniveaus oder was auch immer, doch nicht machen müssen. Das sollten andere machen. Oder Tätigkeiten, die sich einfach wiederholen und die wir deshalb langweilig finden, weil sie unsere Erlebnisorientierung nicht verstärken. Natürlich gibt es auf der anderen Seite, und vielleicht ist das für manche mehr die Regel, gegenüber den Routinetätigkeiten ganz besondere Herausforderungen. Arbeiten, bei denen wir anfangs nicht wissen, ob wir es schaffen werden, ob wir es können, ob wir gut genug dazu sind, ob wir das bewältigen. Herausforderungen an das Niveau unserer Leistungsfähigkeit. Herausforderung auch in dem Sinne, Verantwortung zu übernehmen, etwas zu tun, was außen sozusagen objektiv sichtbar und erkennbar wird und einfach zeigt, ob es eine gute Qualität hat oder nicht. Viele Leute auch scheuen sich, solche Verantwortung zu übernehmen und bevorzugen möglicherweise die einfachen Routinetätigkeiten, nicht so sehr, weil sie die als eine Gelegenheit für Übung sehen, sondern weil man so schön träumen kann dabei. Also, wie gehen wir mit besonderen Herausforderungen um? Mit schwierigen Tätigkeiten, die uns sozusagen an die Grenzen dessen bringen, was wir können. Ich glaube, wir haben die Wahl zwischen zwei, vielleicht auch mehr Haltungen. Auf der einen Seite können wir das benutzen, solche Tätigkeiten, vielleicht auch missbrauchen, als Gelegenheit, unseren Ehrgeiz zu aktivieren, unser Ich zu stabilisieren, indem wir sagen, boah, das habe ich gemacht, ich kann das, toll. Nicht, dass das nur schlecht ist, es ist auch gut, unsere Fähigkeiten, unsere Leistungskraft zu genießen und uns daran zu freuen, dass wir größere Fähigkeiten entwickelt haben. Problematisch wird es erst dann, wenn wir durch unsere Leistungsfähigkeit einen Status reklamieren, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Oder dass wir uns durch unsere Leistungen in einer Weise aufwerten, wie es unangebracht ist. Vielleicht merken wir aber auch bei einer solchen Herausforderung, unsere Ängste, unsere Befürchtungen zu scheitern, zu versagen, es nicht zu können. Und es kann gut sein, uns ein Stück mehr zu fordern, um ein gesunderes Selbstgefühl, gesundere Ich-Kräfte zu entwickeln, die wir brauchen, wenn wir überhaupt irgendetwas in der Welt bewirken wollen. Wenn wir nicht nur uns in eine Idylle zurückziehen wollen, in der wir vielleicht schöne Meditationserlebnisse haben, sondern wenn wir es möglich machen wollen, dass ja viel, viel mehr auch den Dharma praktizieren können oder auf den Weg zur Erkenntnis und zum Leben der Wirklichkeit gehen. Arbeit ist auch eine Chance, etwas zu geben.
Das, was wir tun, hat Auswirkungen auf andere. Vieles von dem, was wir tun, nützt anderen in irgendeiner Weise. Und natürlich sollten wir uns fragen, ist es wirklich ein Nutzen oder ist es eigentlich ein Schaden, was wir mit unserer Arbeit anrichten? Aber Arbeit ist eine Gelegenheit, ein sehr altmodisches Wort zu gebrauchen, zu dienen. Uns in einen größeren Zusammenhang hineinzubegeben und nicht ständig zu fragen, was bringt es mir, was habe ich davon, was ist mein Lohn, sondern einfach zu tun, weil es die Situation erfordert, weil es nötig ist, weil es anderen Leuten nützt. Ich meine das nicht in einem falschen altruistischen Sinne, wo man nur das Wohl der anderen quasi ganz hoch setzt und sich selber verleugnet und eigene Bedürfnisse verleugnet. Sondern eher in einer sehr schlichten Haltung zu versuchen zu arbeiten mit dem Wunsch, dem Ziel, dass das, was man dort produziert oder was man tut, für andere tatsächlich nützlich ist. Sich das bewusst zu machen, auch zu reflektieren, welche Folgen hat es. Natürlich bietet auch unser Beruf, fast jede Arbeitssituation, eine Menge Gelegenheiten, mit anderen Menschen zu tun zu haben. Und was ich in meiner Berufstätigkeit immer wieder erlebe, ist das Ausmaß, in dem Leute, denen ich begegne, ich mache also sehr viele Seminare für Leute, die berufstätig sind, in dem diese Leute sehr eingefrorene Wahrnehmungen von den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, haben. Das Ausmaß, in dem wir zu Schubladen denken, zu Kategorisierungen neigen und jemanden sozusagen festschreiben, Frau so und so ist neidisch und Herr Y ist egoistisch und so weiter. Und wir betrachten sehr, sehr schnell in Arbeitssituationen, aber natürlich auch in vielen anderen Situationen, Leute nur noch im Sinne der Urteile, die wir uns mal über sie gebildet haben. Wahrscheinlich diejenigen von euch, die regelmäßig mit bestimmten Kollegen oder Mitschülern, mit Studenten zusammenkommen, werden sehr schnell eine Hierarchie, wenn man so will, von Vorlieben und Abneigung feststellen können. Und es lohnt sich, sich zu fragen, wie weit gebe ich der anderen Person überhaupt eine Chance, von mir wahrgenommen zu werden? Wie weit auch teile ich mich überhaupt mit? Lasse ich mich sehen als jemanden, der nicht nur seinen Job macht, sondern der ein Mensch ist, der versucht, sich zu entwickeln? Ein Mensch, der irgendwo einen Bezug zum Dharma hat. Oder der weiß, dass Arbeit ein Mittel auch zur eigenen Entwicklung sein kann. Wie weit betrachte ich andere vorwiegend als Funktionen? Als Leute, die halt eine bestimmte Funktion ausüben und damit hat sich's. Wie betrachte ich diejenigen, die mir übergeordnet sind? Sehe ich mich als deren Opfer? Sehe ich mich denen ausgeliefert? Oder mache ich mich hinter ihrem Rücken über sie lustig? Versuche ich sie zu unterstützen? Versuche ich zu akzeptieren, dass ich untergeordnet bin? Wie gehe ich mit denen um, die mir untergeordnet sind? Versuche ich sie zu fördern? Versuche ich sie zu unterstützen? Oder kehre ich den Boss raus? Wie verhalte ich mich in diesen verschiedenen Beziehungen? Arbeit ist eine Berufssituation, sind eine fantastische Gelegenheit, sich mit unseren eigenen Gefühlen gegenüber Hierarchien auseinanderzusetzen. Über- und Unterordnung. Und Über- und Unterordnung hat ja primär etwas damit zu tun, dass wir uns als Ich vergleichen mit anderen. Wir sehen uns vielleicht nicht in unserem Wert respektiert. Wir wollen genauso viel Anerkennung, Macht, Position oder was auch immer haben. Und dies zu erfahren, dies zu erleben und das, was dort, wo falsche Hierarchieansprüche sich stellen, auch sehr offen und offensiv, wenn man so will, dagegen sich zu artikulieren, aber auch gleichzeitig zu akzeptieren, dass es sinnvoll sein kann, einfach etwas zu tun, was jemand anders einem vorgeschlagen hat oder angeordnet hat. Und dass es eine Verantwortung bedeutet, andere so zu führen, dass man sie nicht permanent daran erinnert, dass sie weniger wert sind, sondern dass sie sich entwickeln können. In Arbeitssituationen gibt es viele Sitte, viele Gelegenheiten, viele Forderungen auch an uns selber, Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Vielleicht kommen manche Leute auf uns zu und erwarten unsere Hilfe.
Nun, wir können bedenkenlos Ja sagen und uns möglicherweise selber verlieren dabei. Wir können von vornherein Nein sagen, weil wir denken, ist deren Problem, sieh zu, wie du selber damit klarkommst. Oder wir können sehr differenziert entscheiden. Und viele Leute, denke ich, haben unwahrscheinlich viel Angst in solchen Situationen. Fragen wir uns, was ist es, was mich dazu bringt, eine Forderung, einen Wunsch an mich zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren? Wie gehe ich damit um? Wie stelle ich dar, was meine Ansprüche, meine Wünsche sind? Und wie gebe ich anderen den Raum, ihre Ansprüche und ihre Wünsche, ihre Erwartungen zu formulieren und aufzunehmen? Wie antworte ich darauf, wenn Druck gemacht wird? Wenn man versucht, mich unter Druck zu setzen, mich zu manipulieren? Und wo neige ich selber dazu, andere zu manipulieren, von anderen etwas rauszuholen, was sie eigentlich nicht geben wollen? Ich denke, die meisten Leute sind ein Großteil ihrer Berufssituation, ihrer Arbeitssituation in irgendeiner Weise mit anderen Leuten zusammen. Und ich erlebe es immer wieder in meiner Berufstätigkeit, wie viele Menschen es als selbstverständlich annehmen, dass man in der Berufstätigkeit, in der Arbeit, die anderen sozusagen nur als Funktionsträger, aber nicht als Menschen betrachtet. Man ist zwar irgendwo im Hintergrund sich dessen bewusst, dass die ja auch Menschen sind, aber in der Praxis gehen wir vorwiegend miteinander um, okay, der oder die hat den Job und wie sie das macht und wie es ihr dabei geht und so weiter, ist mir relativ egal. Ich habe meinen Job und ich sehe zu, dass ich das durchmache. Und es gibt sehr, sehr wenig, zumindest mein Eindruck, sehr wenig echte Kommunikation in diesen Umgebungen, in der im Arbeitsfeld, wenn man so will, oder in der Arbeitswelt. Und damit trainieren wir uns natürlich auch dort, weiterhin Kommunikation zu vermeiden, wenn wir das zulassen, wenn wir das geschehen lassen. Und schließlich verbringt ein Großteil von uns einen großen Teil seiner Zeit, unseres wachen Lebens in der Arbeit. Also es ist sicherlich sehr wichtig, sich zu fragen, was für Auswirkungen hat das auf mich? Was für Auswirkungen hat es auf mein Verhalten anderen gegenüber? Ein letzter Bereich, Freizeit. Im Grunde könnte es ein gewaltiger Bereich sein. Ich hab immer wieder auch darüber nachgedacht, was ich alles auslasse oder was ich betonen will. Was im Grunde ich mitgefasst haben möchte, ohne dass ich auf alles eingehe, ist all das, was wir Unterhaltung nennen, Konsum, Vergnügen, unseren Umgang mit Besitz und Geld und Sex. Aber ich werde, wie gesagt, auf relativ weniges davon nur eingehen, weil ich denke, ihr habt auch schon ziemlich lange zugehört. Freizeit stellt wahrscheinlich zunächst mal an uns die Frage, vielleicht mehr als wir es gewohnt sind bei der Arbeit zu fragen, was brauche ich? Was möchte ich? Was sind meine Bedürfnisse? Viele Leute scheinen es einfach akzeptiert zu haben, dass sie solche Fragen in der Arbeit nicht stellen, aber in der Freizeit dann umso mehr. Und das schafft natürlich einen ziemlichen Kontrast zwischen diesen beiden Bereichen. Und vielleicht klang auch für euch manches von dem, was ich eben im Bezug auf Arbeit gesagt habe, als eine zu starke Betonung der asketischen Seite der Übung und als eine Art Vergessen gegenüber der Forderung, dass es doch darum geht, Lust und Realitätsprinzip oder Askese und Genuss, wenn man so will, zusammenzubringen. Vermutlich ist es für die meisten von uns ein langer Weg, bis unsere Arbeit wirklich Meditation oder bis unsere Arbeit wirklich Genuss ist. Und wir sollten das auch ehrlich akzeptieren, dass das ein langer Weg ist und von daher auch uns selber gegenüber geduldig sein, dass wir in unserer Freizeit manche kompensatorische Bedürfnisse haben werden, die vielleicht nicht immer heilsam sind, die vielleicht nicht immer förderlich im Sinne unseres auf dem Wege Seins sind, die wir anerkennen sollten, weil das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Also vielleicht geht es für die meisten, für viele von uns in der Freizeit, in dem, was wir Freizeit nennen, vorwiegend um Genießen. Ja, schöne Erfahrungen machen, das Projekt des schönen Lebens. Wenn wir es schon nicht in der Arbeit haben, dann doch wenigstens dort. Frage ist, wie weit genießen wir wirklich? Wie weit ist das, womit wir uns unterhalten, womit wir uns zu erfreuen versuchen, wirklich Genuss? Wie weit haben wir gelernt zu genießen? Ich glaube, viele von uns kennen die Situation, wir haben uns vielleicht auf irgendetwas ganz Besonderes gefreut.
mussten vielleicht dafür oder davor eine Weile lang arbeiten, auf manches verzichten und dann ist das Ereignis eingetreten und irgendwie blieb dabei oder danach so ein Gefühl, naja, und? War es das wirklich? Es ist oft sehr schwierig, aus der ja vielleicht gestressten Druckhaltung, die wir in unserem Arbeitsleben oft annehmen, umzuschalten sozusagen in eine Haltung, in der es uns tatsächlich möglich ist zu genießen und einfach nur freudig da zu sein, egal ob stimuliert durch irgendetwas, was andere tun oder was wir erleben, oder einfach nur freudig da zu sein und müßig diese Situation der Muße zu genießen. Als ich das Wort Unterhaltung aufschrieb, Unterhaltung so auch im Zusammenhang mit Genuss, fiel mir plötzlich auf, ja, bei der Arbeit sprechen wir davon, wir verdienen unseren Lebensunterhalt. Und unsere Freizeit dient oft in einem großen Ausmaß der Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob das mehr ist als ein müßiges Wortspiel. Was meinen wir eigentlich mit so einem Wort wie Unterhaltung? Ist es eine Art Unterstützung, etwas, was uns ermöglicht, eine Art von Haltung zu wahren? Oder lassen wir uns unterhalten, möglicherweise? Ich weiß es nicht. Mir fiel dann, als ich darüber nachdachte, ein anderes Wort ein, was ein ziemlich altmodisches Wort ist, was aber in mancher Hinsicht ähnliche Konnotationen hat. Und das war das Wort Erbauung. Und das Wort Erbauung, so in der pietistischen Tradition, etwas Erbauliches zu erleben, spricht die Tatsache an, uns sozusagen wieder zu erneuern, uns wieder aufzubauen, also uns zu unterhalten, wenn man so will, im Sinne von eine Stütze auch zu finden. Und wahrscheinlich, solange wir Arbeit sehr häufig als abbauend erleben, brauchen wir etwas Aufbauendes oder etwas Erbauendes. Und dieser Kontrast zwischen den beiden Bereichen wird bestimmt eine ganze Weile lang da bleiben. Und es ist wichtig, dass wir ehrlich sind dem gegenüber, dass wir das nicht rationalisieren. Vielleicht haben wir manche Wünsche, von denen wir wissen, die stehen nicht im Einklang mit unseren Idealen. Es wäre falsch, diese Wünsche einfach zu leugnen und so zu tun, als ob sie nicht da wären. Sondern es ist wichtig, dass wir zunächst mal dem gegenüber ehrlich sind und sagen, ja, okay, ich habe diesen Wunsch. Ich weiß, es ist was anderes als das, was ich in meiner spirituellen Praxis versuche, aber dieser Wunsch ist so stark, dass ich ihm auch Anerkennung geben möchte. Und es ist in Ordnung, das zu tun. Es sollte bloß nicht das Einzige sein. Freizeit, denke ich, kann zu einem sehr, sehr starken Ausmaß auch die Gelegenheit zur besonderen Übung sein. Und dafür sollten wir Raum geben. Egal, ob wir besondere Übung in dem Sinne nehmen, wie ich das vorhin betrachtet habe, als Meditation, Puja, Dharma-Studium, was in gewisser Weise ja auch anstrengend sein kann, insbesondere dann, wenn wir jetzt viel Druck aufgebaut oder uns selbst abgebaut haben durch Arbeit. Oder ob es besondere Übung im Sinne der Bereicherung oder Inspiration durch Kunst, Natur, Literatur und Ähnliches sein mag. Und natürlich Begegnung mit anderen Menschen. Eine Gelegenheit, Menschen einfach als Individuen zu begegnen. Eine Gelegenheit sollte in unserer Freizeit da sein, Freundschaft zu entwickeln als eine Art nicht abhängigen, nicht ausbeuterischen, nicht manipulierenden Umgangs mit anderen Menschen. Was so wahnsinnig schwierig ist, weil wieder als Ich haben wir die Neigung, andere Leute anzueignen oder andere Leute von uns fernzuhalten. Und es ist immer wieder gut, das anzuerkennen, dass das der Fall ist. Die Tatsache einfach zu sehen und sie nicht zu verleugnen. Vielleicht sage ich das auch nur zu mir, sollte Freizeit Gelegenheit zur Stille sein. Gelegenheit zum Nichtstun. Gelegenheit einfach da zu sein. Ohne irgendwelche Ansprüche. Ohne irgendwelche Ziele. Einfach so zu sein, wie wir sind. Vielleicht kann das für viele die bereicherndste Erfahrung sein. Ich finde das persönlich sehr, sehr schwierig. Ich denke, ich neige dazu, Arbeit sehr stark überzubetonen. Und deshalb sage ich das auch zu mir. Und ja, als ich darüber nachdachte, fiel mir eine Episode ein,
aus dem Pali-Kanon, aus den alten buddhistischen Texten, über die ich abschließend etwas sagen und aus der ich ein wenig noch vorlesen möchte. Das ist die Begegnung des Königs von Magadha, Ajatasattu, mit dem Buddha. Ich denke, einzelnen von euch wird diese Episode durchaus geläufig sein. Ajatasattu war ein sehr machtorientierter König, der unter anderem seinen Vater Bimbisara umgebracht hatte, um selber den Thron von Magadha einzunehmen. Und Ajatasattu war auch jemand, der so ständig neue Unternehmungen plante, um sein Reich zu vergrößern, also sehr aktiv, sehr dynamisch, ein Machtmensch, ziemlich ausgeprägter Statur. Aber es scheint auch in ihm gab es zumindest hin und wieder die Ahnung davon, dass es auch noch andere Möglichkeiten gab oder dass Machtgewinn nicht alles sein könnte. Und ob er sich das nun zur mehr oder weniger formalistischen Gewohnheit machte oder ob es ein tatsächliches Bedürfnis dahinter war, ist relativ schwer zu entscheiden. Es scheint so, dass er in jedem Vollmond, in jeder Vollmondnacht, irgendeinen spirituellen Lehrer aufzusuchen pflegte. Und so finden wir ihn in der geschilderten Episode auch wieder in einer Vollmondnacht im Kreis seiner Berater sitzen. Und er stellt die Frage, welchen Lehrer können wir heute aufsuchen, damit er unser Gemüt beruhigen könnte. Unser Gemüt zu beruhigen war offenbar das Ziel, der Wunsch, den Ajatasattu an diese erbauende Begegnung mit dem Lehrer richtete. Also, welchen Lehrer können wir heute aufsuchen, damit er unser Gemüt beruhigen könnte? Und seine Berater schlagen alle möglichen Personen vor, Lehrer, die gerade in der Gegend weilen. Und immer wieder bleibt Ajatasattu still. Er sagt nichts und dieses Schweigen ist Zeichen dafür, dass er nicht einverstanden ist. Wir erfahren dann später im Text, dass er all diesen Lehrern schon einmal irgendwann begegnen konnte und offenbar war es ihnen nicht gelungen, sein Gemüt zu beruhigen. Ajatasattu hat einen Leibarzt namens Jivaka und als die Reihe an Jivaka kommt, schlägt Jivaka vor, in der Nähe weilt der Buddha, der Erhabene, der Wohlgegangene, der Weltenkenner, derjenige, der in Wissen und Wandel bewährt ist, der Lenker von Götter und Menschen, der Buddha, der vollkommen Erleuchtete. Und offenbar ist irgendetwas an den Worten, wie Jivaka den Buddha benennt, was Ajatasattu aufmerksam werden lässt und er sagt, ja, lass uns hingehen. Und so wird dann geschildert, wie 500 Elefanten, denn Ajatasattu lebte den Pomp, und zwar waren es 500 weibliche Elefanten, gesattelt werden und die 500 Frauen Ajatasattus dort Platz nehmen. Und Ajatasattu selber auf seinem Leitelefanten voran, eben umgeben von seinen Beratern, die sich alle auf den Weg machen zu dem Wald, in dem es heißt, dass der Buddha mit 1250 Mönchen weilt. Und sie kommen in diesen Wald hinein und nach einer Weile überfällt den Ajatasattu große Furcht. Das ist etwas, was wir in ganz vielen Texten des Pali-Kanon erleben. Da begibt sich jemand zum Buddha, der hat vom Buddha gehört und auf dem Weg dorthin überkommt ihn plötzlich große Furcht. Das gibt es in ganz vielen Episoden. Und so auch Ajatasattu, ihn bekommt ganz große Furcht, weil er hört nichts. Er weiß von seinem Leibarzt, da sind 1250 Leute plus der Buddha und kein Ton zu hören. Während sie in den Wald eintreten, irgendwann von den Elefanten absteigen müssen. Und Ajatasattu fragt, misstrauisch geworden, seinen Leibarzt, führst du mich nicht in die Irre, hintergehst du mich nicht? Aber der beruhigt ihn und sie gehen weiter. Ajatasattu mit seiner Furcht geht trotzdem weiter. Und so kommen sie schließlich an den Platz, wo der Buddha sitzt, in Meditationshaltung, an einen Pfeiler gestützt, das Gesicht zum Osten gewandt und Jivaka weist auf den Buddha, dass dies der Buddha sei. Und Ajatasattu nähert sich ihm, schweigen,
Stille, kein Laut zu hören. Und Ajatasattu verbeugt sich vor dem Buddha und grüßt ihn. Und ruft, ehe er eine weitere Unterhaltung beginnt, noch aus, wo das doch mein Sohn diese Stille, diesen Frieden erleben könnte. Er ist also sichtlich sehr gerührt, sehr angesprochen, sehr bewegt, einfach von dieser Stille, dieser Lautlosigkeit, dieser Harmonie vielleicht, dieses Friedens, der von dieser Versammlung ausgeht. Es scheint sich für ihn schon unmittelbar eine Beruhigung des Gemütes, ein innerer Frieden einzustellen, wie er ihn eigentlich ersehnt hat. Und der Buddha spricht zu ihm, du bist wohl aus Liebe hierher gekommen, als Antwort auf diesen Satz, oh, dass mein Sohn das sehen könnte. Und Ajatasattu wiederholt nochmal, ja, oh, dass mein Sohn diesen Frieden, diese Stille, diesen Genuss erleben könnte. Und dann fragt er den Buddha, was ist eigentlich der Lohn spiritueller Übung? Was bringt es denn eigentlich, spirituell zu praktizieren? Und der Buddha fragt Ajatasattu zunächst, ob er diese Frage denn schon anderen gestellt habe. Und Ajatasattu sagt, na ja. Und er erzählt, wie er verschiedenen Lehrern begegnet ist und was die darauf geantwortet haben. Darauf möchte ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen. Bis der Buddha schließlich selber beginnt zu beschreiben, was der Lohn spiritueller Übung ist. Und daraus möchte ich ein wenig vorlesen. Der Buddha spricht hier von Bhikkhus. Bhikkhus sind Leute, die das Streben nach Erleuchtung so zentral in ihrem Leben gemacht haben, dass sie alles darum orientieren und in der Tradition so darum orientieren, dass sie die Heimat, das eigene Haus verlassen und sich ganz dem Leben als wandernde, bettelnde Mönche oder Nonnen verpflichten. Und der Buddha sagt, ich nehme da nur einen Auszug, und wie, o Großkönig Ajatasattu, ist ein Bhikkhu in seinem Wandel, in seiner Tugend vollendet? Da hat es Großkönig der Bhikkhu aufgegeben, Leben zu vernichten. Er enthält sich der Vernichtung von Leben. Den Stock niedergelegt, das Schwert niedergelegt, verhält er sich bescheiden, Freundlichkeit zeigend, zu allen Wesen liebevoll und mitleidig. Darin eben besteht seine Tugend. Das Nehmen von Nichtgegebenem hat er aufgegeben. Er enthält sich des Nehmens von Nichtgegebenem. Gegebenes nimmt er, auf Gegebenes wartet er, nicht diebisch, so wandelt er in rein gewordenem Selbst. Darin eben besteht seine Tugend. Lüsternen Wandel hat er aufgegeben. Von lüsternem Wandel entfernt lebt er. Der Lüsternheit entsagend, dem gewöhnlichen Trieb entsagend. Darin eben besteht seine Tugend. Lüge zu sprechen hat er aufgegeben. Er enthält sich der Lüge, die Wahrheit spricht er. Wahrhaftig ist er, standhaft, vertrauenswürdig, kein Betrüger der Welt. Darin eben besteht seine Tugend. Verleumderische Rede hat er aufgegeben. Er enthält sich der Verleumdung. Was er hier gehört hat, teilt er dort nicht mit, um diese Leute zu entzweien. Und was er dort gehört hat, teilt er hier nicht mit, um jene Leute zu entzweien. So ist er ein Einiger der Entzweiten. Über die Einigen erwähnt er nichts Nachteiliges. Über Eintracht ist er froh. An Eintracht freut er sich. An Eintracht empfindet er Wonne. Eintracht bewirkendes Wort spricht er. Darin eben besteht seine Tugend. Barsche Rede hat er aufgegeben. Barscher Rede enthält er sich. Solche Worte, die nicht verletzend sind, dem Ohr angenehm, liebreich, zu Herzen gehend, höflich, viele Menschen erfreuend, vielen Menschen angenehm, solcher Art Rede spricht er. Darin eben besteht seine Tugend. Lockeres Geplapper hat er aufgegeben. Lockeren Geplappers enthält er sich. Er spricht zur rechten Zeit und tatsachengemäß. Er spricht sinnvoll, der Wirklichkeit gemäß. Er spricht zuchtvoll und redet eine gehaltvolle Sprache, die zur rechten Zeit von einer Beweisführung begleitet, thematisch klar umgrenzt
und ihrem Gegenstand angemessen ist. Darin eben besteht seine Tugend. Und der Buddha fährt auf diese Weise noch eine ganze Weile fort, beschreibend, wie einer, der spirituell übt, sich verhält und was er tut, um dann einzugehen auf das, was er denn davon hat, was es ihm bringt, also auf die eigentliche Frage von Ajatasattu, was ist der Lohn eines solchen Lebens? Was ist der Lohn, wenn wir so wollen, der Übung im Alltag und der besonderen Übung? Nun, sagt der Buddha, Frau Großkönig, ein so mit Tugend ausgestatteter Bhikkhu gewahrt von nirgendwoher Gefahr, weil er ja mit Tugend gerüstet ist. Gerade wie Großkönig, ein gekrönter Herrscher, nachdem er den Feind niedergeworfen hat, von nirgendwoher Gefahr gewahrt, weil er ihm siegreich entgegengetreten ist, ebenso, Großkönig, gewahrt ein mit Tugend ausgestatteter Bhikkhu von nirgendwo Gefahr, weil er ja mit Tugend ausgerüstet ist. Er empfindet durch die Befolgung dieser Vorsätze ein persönliches, makelloses Glück. So also, o Großkönig, ist ein Bhikkhu mit Tugend ausgerüstet. Und wie ist er der Torhüter der Sinne? Hat ein Bhikkhu ein Auge, mit dem Auge eine Form erblickt, dann werden seine Sinne nicht erregt. Dann kümmert er sich nicht um Einzelheiten des Sinnesobjekts. Da über den, der den Gesichtssinn nicht zu zügeln pflegt, Gier und Unmut, böse und unreine Gedanken die Oberhand gewinnen, befolgt er dessen Zügelung. Hat er mit dem Gehör einen Laut gehört? Hat er mit dem Geruch einen Duft gerochen? Mit der Zunge einen Geschmack geschmeckt? Mit dem Körper eine Berührung getastet? Hat er mit dem Geist eine Erscheinung erkannt? Dann werden seine Sinne nicht erregt. Dann kümmert er sich nicht um die Einzelheiten. Da über den, der den Denksinn nicht zu zügeln pflegt, Gier und Unmut, böse und unreine Gedanken, die Oberhand gewinnen, befolgt er dessen Zügelung, hütet den Denksinn, befasst sich mit der Zügelung des Denksinns. Er empfindet durch die Befolgung dieser Vorsätze ein persönliches, makelloses, ungetrübtes Glück. So also, o Großkönig, ist der Mönch der Torhüter der Sinne. Und wieder geht der Buddha weiter und weiter und gibt eine Reihe von Beispielen und Erzählungen, was ein Bhikkhu tut, was jemand, der spirituell praktiziert, tut und wie das immer mehr dazu beiträgt, dass er in sich persönliches Glück, ungetrübte Freude, inneren Frieden, Ausgeglichenheit, Freiheit, Angstlosigkeit vor Gefahr und so weiter entwickelt und empfindet. So wie es Ajatasattu erlebt hat, als er dorthin kam und einfach in sich selber immer furchtsamer wurde und plötzlich diese friedliche Versammlung, diese sehr harmonische, glückliche Versammlung sah. Und der Buddha geht durch verschiedene Stufen, weil Ajatasattu fragt immer weiter, der Buddha geht durch verschiedene Stufen und beschreibt die Früchte, den Gewinn aus der spirituellen Übung. Soweit, dass Ajatasattu ganz zum Schluss offenbar so berührt davon ist, dass er sagt, ausgezeichnet, o Herr, ausgezeichnet. Gerade wie, o Herr, Umgestürztes aufgerichtet, Verborgenes enthüllt worden wäre, als wenn man einem Verirrten den Weg weisen oder in die Dunkelheit eine Öllampe bringen würde. Wer Augen hat, wird die Formen sehen. Ebenso hat der Erhabene auf mancherlei Weise die Lehre erläutert. Ich, o Herr, nehme Zuflucht zum Erhabenen, zur Lehre und zur Gemeinschaft. Als einen Laienanhänger möge mich der Erhabene betrachten, der von heute an zeitlebens seine Zuflucht zu ihm genommen hat. Ajatasattu, wenn man so will, bekehrt oder bekennt sich zum Buddha. Und dann kommt ein ganz interessanter Punkt. Er sagt, ein Vergehen habe ich begangen. Ein Vergehen hat mich, o Herr, überkommen, wie einen Unreifen, wie einen Betörten, wie einen Boshaften. Ich habe meinen Vater, den gerechten Tugendkönig, um der Herrschaft willen des Lebens beraubt. Dieses mein Vergehen, o Herr, möge der Erhabene als Eingeständnis des Vergehens entgegennehmen, zu meiner Zügelung in der Zukunft. Das heißt, Ajatasattu
wird plötzlich der Tatsache inne, was er getan hat. Und er drückt es aus. Er bekennt seinen Fehler. Und der Buddha nimmt dies an, indem er einfach sehr nüchtern, wenn man so will, bestätigt: Tatsächlich, o Großkönig, hat dich ein Vergehen überkommen wie einen Unreifen, wie einen Betörten, wie einen Boshaften. Weil du aber das Vergehen als Vergehen betrachtest und dich, wie es sich gehört, bessern willst, nehmen wir dies entgegen. Denn ein Fortschritt ist es, Großkönig, wenn man ein Vergehen als Vergehen betrachtet und so, wie es sich gehört, zukünftig nach Besserung strebt. Und Ajatasattu nimmt es auf und sagt: Ich muss jetzt gehen, mich rufen Pflichten. Ich muss zurück in meine Tätigkeit. Der Buddha sagt: Tue, wozu du die Zeit für gekommen hältst. Ajatasattu steht auf und verlässt mit seinem Gefolge die Gemeinschaft des Buddha und seiner Schüler. Und der Buddha spricht zu den Mönchen: Entwurzelt, o Bhikkhus, ist dieser König. Vernichtet ist dieser König. Wenn, o Mönche, dieser König seinen Vater, den gerechten Tugendkönig, nicht des Lebens beraubt hätte, wäre ihm noch an dieser Stelle, auf diesem Sitz, das staublose, unbefleckte Auge für die Lehre aufgegangen. Dies sprach der Erhabene. Und er sagt damit, dass das, was wir auf unsere Situation tun, im Alltag machen, hat ganz starke Wirkung, hat unmittelbare Wirkung auf unsere Möglichkeit zu erkennen, auf unsere Möglichkeit, Einsicht zu erlangen. Und es liegt letztlich an uns selber, ob wir unseren Alltag, unser ganz normales Tun, als eine Gelegenheit zur Übung nutzen, um besondere Übung, besondere Begegnung, wie Ajatasattu sie mit dem Buddha hatte, tatsächlich fruchtbar werden zu lassen, oder ob es uns wie Ajatasattu gehen wird, der zwar eine kurze Einsicht hat, aber dann in seinem Alltag weitermacht wie bisher.